Hallo und einen wunderschönen guten Abend ins Studio. Hier ist wieder einmal Stefan Backes, Ihr Musikredakteur auf Nationalpark Radio. Und ich möchte Sie gerne heute schon einladen für Freitag, den 21. Dezember, zur vierten und letzten Ausgabe der Klangspuren in diesem Jahr. Ja, Sie haben richtig gehört, die Ausstrahlung erfolgt erst in 2 Wochen. Die Sendung wurde aus gegebenem Anlass vom 14.12. um 1 Woche nach hinten geschoben. Vielleicht haben Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, dann auch schon alle Geschenke besorgt und können sich in aller Ruhe gemütlich bei einer Tasse Tee oder Glühwein zurücklehnen und dem lauschen, was beim Klangdetektiv an Besonderem über das ganze Jahr verteilt hängen geblieben ist. Denn ich habe vor, die im letzten Advent begonnene Tradition fortzusetzen und das vergangene Jahr auf musikalische Weise Revue passieren zu lassen. Die Auswahl meiner dem Jahreszyklus entsprechend 12 persönlichen Favoriten ist dabei keine klassische Best-of-Zusammenstellung und kein chronologischer Jahresrückblick. Es handelt sich vielmehr um Musikstücke, die für mich das Jahr 2018 in irgendeiner Form begleitet oder bereichert haben. Zum Abschluss werde ich die Sendung dann wieder mit ein paar ausgesuchten und etwas anderen Weihnachts- bzw. Wintersongs beschließen. Und weil es wieder einmal eigentlich viel mehr als 12 in Anführungszeichen wichtige Lieder gab, möchte ich zur Einstimmung auf die kommende Sendung heute schon eines spielen, das durchaus auch in der eigentlichen Sendung seine Berechtigung gehabt hätte. Aber einmal handelt es sich um einen Song zu einer Thematik, mit der ich mich in diesem Jahr bereits ausführlich auseinandergesetzt habe, nämlich mit der Person Gerhard Gundermann und dem Spielfilm über ihn von Andreas Dresen, der in diesem Jahr erfolgreich in den deutschen Kinos lief. Und zum anderen wird Gundermann in der Sendung am 21. Dezember noch auf eine andere Weise eine Rolle spielen. Hier also als kleiner Appetithappen für die kommenden Klangspuren der Song Brigitta aus der Feder Gerhard Gundermanns in der Interpretation von Alexander Scheer und Band aus dem Film Gundermann. Ich wurde Bergmann wie mein Vater und fuhr ein. Aber mein Sohn wird hier kein Bergmann mehr sein. Gleise rosten und das Förderband ist leer. Die braune Kohle von mir will jetzt keiner mehr. Von Bergmann weiter hab ich nichts gelernt. Ich hab dieses Land in jedem Winter treu gewärmt. Die Lunge ist wie ein Sack mit Kohlebrocken voll. Im Herzen Asche, in den Adern Alkohol. Ach, meine Grube. Brigitta ist pleite und die letzte Schicht lang schon verkauft. Und mein Bagger, der stirbt in der Heide und das Erdbeben hört endlich auf. Ich war ein Bergmann, langsam geh ich durchs Revier. Frau will wegziehen, aber ich bin angebunden hier. Gehör dazu wie auf dem Fensterbrett der Staub. Und jeder Baum trägt meinen Steckbrief unterm Laub. Ach, meine Grube, Brigitta ist pleite. Und die letzte Schicht lang
schon verkauft. Und mein Bagger, der stirbt in der Heide. Und da sehr weh, mördendlich auf. Das Erdbeben hört endlich auf. Und das Erdbeben hört endlich auf. Brigitta, Gerhard Gundermanns zwiegespaltener Abgesang auf den Braunkohletagebau. Ein Thema, das heute fast wieder so aktuell ist wie damals Anfang der 90er, als er das Lied schrieb und durchaus Potenzial hat, gemeinsam mit anderen brisanten aktuellen Themen dieses unser Land zu spalten. Und mit diesen schwergewichtigen Worten wünsche ich Ihnen dennoch einen schönen Restabend, einen erfüllenden zweiten Advent und freue mich, wenn Sie wieder einschalten zu den Klangspuren. Am Freitag, dem 21. Dezember um 21 Uhr auf www.nationalpark-radio.de. Ihr Stefan Backes.